So Leute, willkommen zum Souls Check. Es ist wieder was erschienen und ich habe hier auch ein paar Facts für euch. Das Spiel heißt ich will es immer falsch sagen, ich will immer Entoria sagen, aber es ist Enotria oder Enotria, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Enotria, The Last Song. Heißt, dass es gibt eine kostenlose Demo auf Steam, die werden wir auch spielen. Und ihr könnt die Demo natürlich selber auch runterladen und ausprobieren, weil ich finde ja eh bei solchen Spielen, bei so Souls-Likes, ist das Feeling entscheidend, ne? Bei Blocken, dies, das und so weiter. Ja, ansonsten noch, Enotria ist Teil gewesen des Steam Next Fests. So, die Demo soll um die 8 Stunden gehen und ansonsten ist es ein Souls-like und sehr viel mehr weiß ich auch nicht. Das volle Game, hier noch ein paar Facts, 120 Waffen in 8 Waffenklassen, 68 einzigartige Fähigkeiten und mehr als 70 Zaubersprüche. Das Game legt den Fokus auf offensiven Kampf mit schnellen Ausweichrollen und Quicksteps. Ausweichen. Das ist wie Bremsen bei Rennspielen. Es gibt keine riesigen Schilde zum Verstecken, stattdessen ein Pariersystem und mehrere Modifikatoren, was immer auch das zu bedeuten hat. Also, Enotria, wir schauen rein. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Warte, wo ist mein Pad? Pat Garrett. Di-di-di-di-di-di-di-di. Nicht unscharf? Sagt mir. Nein. Das ist cool, oder? So. Gehen wir rein. Wir gehen rein. Ich bin so gespannt. Passiert hier nichts. Installationsskript wird ausgeführt. Microsoft Receive Redistributable. Schnappen Sie sich einen Controller und lehnen Sie sich zurück. Okay. Danke für den Tipp. Sollte ich was hören? Hört ihr was? Ah, jetzt. Aber es ist leise, oder? Irgendwie hört es sich weit weg an. Was ist da los? Dieses GoXLR-Update. Also ich höre was, aber es ist sehr leise, muss ich sagen. Resolution können wir doch auch höher machen, ne? Scheiß auf, wir lassen erstmal alles so. Wieso ist das denn so lausig? Leise. Welches ist das schwerste From Software deiner Meinung nach? Definitiv Sekiro. Einfach weil du nicht leveln und nicht gescheit leveln und grinden kannst. Auch cheesen. Awaken, Maskless One. The stage is set. Oha. Sind wir eine Holzpuppe? Wir sind eine Holzpuppe. Okay, ich mag, dass es direkt losgeht. Kein langes Gelaber. Wir haben oben 2 Balken. Ich schätze mal Stamina und Health. Ich weiß es nicht. Okay, R1. Normaler Schlag. Aufgeladen. Das ist eine Charge Attack tatsächlich. Der zweite muss man auch nicht gedrückt halten. Ich zeig's mal hier. Dann seht ihr es. Diese Taste. Wie zeige ich das am besten?
Also ihr seht, relativ lange Attacke nach Druck der Taste. Was haben wir hier? Das könnte blocken sein. Wenn man dann ein Schild hat. Okay. Können wir springen? Ja. X ist springen. Okay, dann haben wir die Ausweichrolle. Allerdings eine Ausweichrolle ähnlich wie bei Lords of the Fallen zum Beispiel. Er macht die, wenn man das hier sieht, das finde ich ganz interessant, wenn ich jetzt nach rechts rolle, er macht quasi noch so einen Step in die Rolle rein. Also die Rolle passiert eigentlich erst hier am Ende. Das ist auf jeden Fall ein bisschen anders. Okay, wir kämpfen. Let's go. Was ist mit euch? Okay, rechter Stick ist auch markieren. Ganz normal. Okay, ich weiß noch nicht, was der blaue Balken ist. Ist das Stagger-Balken oder so? Können wir ins Wasser? Was sagt ihr? Tot oder lebendig? Du kommst mit mir. Welcher Film? Ich glaube, man kann nicht schwimmen, oder? Aber ich muss es doch eigentlich ausprobieren. Morte. It's a morte. Mortadella. Okay, gut zu wissen. Also. Wasser hat ungefähr die Trägheit hier von Gas. Aber hier ist schwarz, da geht es nicht weiter. Ist, glaube ich, für euch kaum zu erkennen. Für mich ist es auch schwer zu erkennen, wo der Abgrund beginnt. Ja, zum Glück habe ich überragende Augen. Die Augen eines Meisters. Aber meine Augen sagen mir auch, da hinten gibt es nichts zu holen. Also, es ist die Tutorial-Höhle wahrscheinlich. Aber ihr wisst es, ich bin bei solchen Spielen, auch wenn wir hier nur mal kurz anzocken wollen, ich bin sehr genau. Das war aus Robocop. Dashi, stark. Aber hast du gegoogelt, gib's zu. Dead or alive, you come with me. Guck hier, bin ich hier schon auf einer ganz heißen Spur? Okay. Wo geht's denn weiter? Hä? Das frag ich tatsächlich nicht. Muss ich hier was am Feuer machen? Das war kein Well-Time-Parry. Mhm. Das war einer. Das ist gar nicht so einfach. Kann man die einfach spammen, die Taste? Nee. In Folge. Komm, mach weiter. Der ist aber lange gestaggert. Komm, mach. Okay. Unraveling. The maskless one can weaken the Canobaccio's grip on all manner of things. Fighting hostile
beings cause them to build their unraveling meter. When filled, they will be temporarily exposed to a finishing strike. Okay, ja, es ist einfach Stance. Also Staggerbalken. Wie vermutet. Oh, wo kommt der denn jetzt her? Ja, wir sehen den blauen Balken. Ich schätze mal, wenn der dann weg ist, beziehungsweise wenn der voll ist. Der ist schon anders, der Parry hier, als zum Beispiel in Lies of P. When the mass response finish off an unraveled enemy, they briefly enter the awakened state. While awakened, the maskless one gains a variety of positive effects that depend on the mask that they're currently wearing. Okay. Okay, dann kriege ich so einen kleinen Buff oder was. Ah, jetzt geht's weiter. Okay, ich habe schon gedacht, ich bin... Es liegt an mir, aber da ich ja unfehlbar bin, wusste ich, dass es am Spiel liegt. Okay, was ist mit dir? Braucht man gar nicht parryen, braucht man einfach nur draufschlagen. Ah, Ammonia Amber, das ist wahrscheinlich Estus, ne? Oh, das könnte ein Tutorial-Boss sein. Das riecht nach Tutorials, oder? Leute. Steht da. The Force of Change. Ah, schlecht. Da ist doch der Stagger. Gibt es einen Sprungangriff eigentlich? Nee. Ah, so halb. Nicht wie ich es mir vorgestellt habe. First try war das. Stage Greatsword. Das gefällt mir gut, muss ich sagen. Oh, und sogar noch eins? Da hat auch jemand zugehört. Mask Loadouts. Up to 3 Loadouts. In which all kinds of equipment can be set while at a resting spot. When exploring, only weapons, gems and consumables can be changed. Changing the active loadout can be done at any moment. Double pressing the swap input allows you to quickly select the loadout that currently fathers. Okay, das ist... Ah, okay. Hä? Durchwechselt. Der wechselt von 1 zu 3? Komme ich denn auf den 2er wieder? Wird mich bescheuert? Da. Ich weiß nicht genau. Das ist ein bisschen merkwürdig. Hm. Guck mal, der hat da jetzt so diverse Buffs. Unterm Energiebalken. Okay, was haben wir hier? Cunning, Fortitude, Attunement, Alacrity.
Memorability. Erudition. Erudition. Memoria, Lost Memoria. Required Memoria. Weapons offhand, mask lines, tools, mask aspect, mask perks. Was ist das? Unpolished gem. Minimal absorbs all kind of damage. Achso, das sind die Loadouts. Okay, ich verstehe. Song of Return. Upon use, lose all accumulated memory to return to the last world of reality. Okay. Das Kompendium geht noch nicht. Okay. Dann machen wir weiter. Als dieser Typ hier. Stamina und Energie. Schon das dritte Schwert im Tutorial-Level. Das gefällt mir, Leute. So sollte es sein. Aber wo finde ich's? Load its inventory? Da. Physical Damage, Adore Damage, Unraveling Damage. Okay. Juniper Sword, 80-40. Es gibt drei Damage-Arten. Okay. 120, 250, 207, 261, 133. 267, 120, 240. Ich glaube, das macht mit Abstand am meisten Damage hier. Was kann das denn? Das haben wir natürlich nicht. Status Damage. Bleib bei dem hier erstmal. Oh, wir haben nicht unter den Aufzug geguckt. Okay. Chest. Ah, falsche Taste. Duelist's Virtue. Step backward, then immediately follow up with an attack. Okay, das ist eine Special Attack. Mask lines are powerful adore abilities. In order to use them, the maskless one needs to land attacks on their enemies, which gradually charges them up. Okay. I get it. Achso, ihr wollt, dass ich das jetzt teste, ja? Das könnte ein bisschen größer sein da. Ah, ihr seht es gar nicht, warte mal. Jetzt seht ihr es. Vergiftung oder sowas? Ich weiß nicht.
the primal elements. In the world of Endnotria, the turtle of four primal elements. This inflicts dizzy, which increases damage dealt, as well as stamina regeneration at the cost of lower defenses. Fatu inflicts wicked, increasing one's own elemental power. Inflicts wicked. However, suffering damage causes the attackers to heal themselves. Malano inflicts sickness, causing one to suffer damage over time and spread its effect to nearby entities. Grazia inflicts radiant, causing one to recover health over time. However, being damaged while afflicted triggers powerful explosion. Oh, okay. Das muss man sich natürlich erstmal merken. Hä? Ist das nicht mein Tod da unten? Nein. Oh, ich werde mit irgendwas verseucht. Aspect of the Bruiser. Aspect of the Battle Mage. Alter, was geht? Der equippt die automatisch von alleine? Alter, das ist die schnelle Attacke von dieser Waffe. Dann gucken wir mal die langsame an. Ja, okay. Wie soll man denn damit kämpfen? Die ist ja viel zu langsam. Guck dir das mal an, wie lang der ausholt. Naja, wir probieren es trotzdem. Was haben wir hier? Bonfire. Cordal Resonante. Loadouts. Drunken Sword, Vermilion Lights. Summon a Scepter to conjure a multitude of Fatuo Orbs. Sehr verwirrend alles durch die italienischen Beschreibungen. Cobblestone. Okay. Warum habe ich diese Scheißwaffe? Obwohl, vielleicht ist die gar nicht scheiße. Was ist das? Guck mal hier. Jetzt hat man hier auch noch. Das sind diese Aspects, glaube ich. Pass of Assassination. Upon dealing damage, your stamina regeneration is briefly increased. Your status power and the damage dealt by finishing attacks are increased. When your health is above certain threshold, your physical defense is. Was haben wir hier noch? Poise Strike. When your health. Also, das habe ich schon. Dodging an attack causes the attacker to be slightly unraveled. Und dann haben wir noch Path of Spellcasting. Und Grazia upon casting the mask line equipped in slot 1. Your weapon is briefly infused. Path of Innovators. Skill Tree. Ob ich weitere Infos habe? Ja, neues Souls-like. Es gibt eine Demo auf Steam. Am besten ladet ihr die euch runter. Und checkt das Spiel selber aus. Es ist offensichtlich ein Souls-like. Und ich kann natürlich jetzt noch nicht viel sagen. Ich habe noch nicht viel gespielt. Aber es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Es hat ein paar interessante Mechaniken. Lass mich mal kurz lesen, was hier steht. Inspiration gained by finding new entries of the companion can be spent in the path of innovators to unlock powerful perks. Okay.
Okay. Das ist also der Skill Tree. Upon casting. Bis. Kann ich denn jetzt hier irgendwas kaufen? Theoretisch kann ich das. Dealing a finishing attack to a minor and it instantly kills them. Killing an enemy slightly charges up all your mask lines. Killing an enemy increases your luck for a while. Blocked. Suffering melee damage causes the catalyst to sustain physical damage in return. Mask lines charge up slower but deal more damage. Mask lines charge up faster but deal less damage. Das haben wir schon. Upon dodging an attack, your mask lines charge up more efficiently for brief duration. Okay, da geht es um die Spezialattacken. Mask line ist, glaube ich, einfach die Special Attacks. Casting any mask line heals you by a portion of your max health. Was ist das? Suffering melee damage causes. Achso, das hat man schon. You receive less damage from ranged attacks. Maestro Combatente. Dealing damage with a weapon attack causes the enemy to suffer additional damage over time. Ich weiß nicht, was man hier nimmt, Leute. Ein Casting Mask Line. Ich nehme das hier. Ich habe noch 6. Ich kann sogar noch was nehmen. Wieso ist das noch locked, obwohl ich das hier schon habe? Komisch. Das hier. Level Up. Das gibt's auch noch. Stimmt. Fortitude ist das Energie. Health. Ja. Cunning macht Stamina und Attack Power. So. Jetzt geht's hier gleich raus aus der Tutorial-Höhle oder Hölle, je nachdem, wie man es sieht. Ich weiß auch gar nicht mal, ob das Open World ist oder nicht. Finden wir jetzt raus. Oh, das sieht aber hübsch aus. Aha. Also ein bisschen so Souls im Südländischen. Da kann man nicht hochhüpfen. Ihr wollt mich schon verarschen. Wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Okay. Ich will da in dieses Blumenbeet rein. Halt, stehen bleiben. Halt, stehen bleiben, habe ich gesagt. Oh, da hat er sich aber schnell umgedreht. Halt auch erstmal timen, die Attacke. Okay, das ist ja saukrass. Ich mach doch lieber eine schnelle. Okay, also warum? Was ist mit ihm? Ach, der löst sich auf. Inspiration acquired. Also ich muss sagen, so sehr ich gerne schwere Waffen mag, aber das ist, also, das ist so langsam, der müsste dich schon one-shotten, damit ich diese Waffe nehme. Das macht so in meinen Augen keinen Sinn. Tut mir leid. X können wir nicht benutzen wahrscheinlich, oder was?
Wieso können wir das nicht? Stage Maze, wir nehmen. Guck mal, wie viel schneller die ist. Das ist ja gar kein Vergleich. Das ist ja... Da sind wir hergekommen, oder? Da wollten die lang. Wir gehen erstmal da lang. Nur... Er hat Damage verloren, obwohl ich ihn nicht getroffen habe. Okay, er ist gestaggert und bleibt gestaggert, wenn man ihn nochmal trifft. Das ist interessant. Kann man die Waffen eigentlich auch zweihändig nehmen? Ne, oh, falsche Taste. Ja, nimm ruhig alle Items. Ich glaube, das geht nicht, dass man die zweihändig nimmt. Was? Er sammelt die auch automatisch ein. FS-Defeat-Fragment. Wahrscheinlich Upgrade-Material, oder? Jetzt hier kommen wir hoch, Leute. Oh, Kamera jumpt ein bisschen. Nein, er will mich nicht ins Blumenbeet lassen. Nee. Irgendwie. Das gibt's nicht. Eine Invisible Wall. Oder? Jetzt bin ich doch im Feld. Da ist eine Invisible Wall, die Schweine. Ich wollen mich nicht ins Blumenfeld. Oh oh. Nein, alles gut. Ich glitsch durchs Spiel, bevor es rauskommt. Oh, das triggert mich irgendwie, dass ich die Waffe nicht zweihändig nehmen kann. Ich will die zweihändig nehmen. Geht das nicht? Nee. Ich wüsste nicht wie. So eine fette. Die ist doch ein Zweihänder. Den muss man noch zwei. Guck mal, wie lang der Griff ist. Da müssen noch zwei Hände dran. Das sieht man doch. Egal. Kann ich backstabben? Oh. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es keinen Backstack gibt oder ob ich ihn noch falsch gemacht habe. Uah! Alter, du Sausack. Okay, now it's personal. Morte! Mortadella! Mein guter Freund Morti. Mortidelli. Warum benutze ich alle Heil-Items? Niemand weiß wirklich, was in meinem Kopf vorgeht. Inklusive mir. Guck mal, wie der sich jetzt plötzlich umdreht. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, oder? Guck mal hier. Boah, ich habe nichts gemerkt und dann plötzlich mit einem Schlag umgedreht. Also kann man den... Double Wind. Ist ja geil, wie lang die gesteckert sind einfach.
Ich habe auch noch gar nicht meine Special Skills benutzt. Wird sich jetzt ändern. Oder auch nicht. Ah, wenn er nicht trifft, ist trotzdem der Versuch ist dann weg. Das ist aber ärgerlich. Weapon infused. Weapons can be temporarily imbued with any the primary causing the potential to do more damage. Wirft Steine. Hat ein Monster gehört? Egal, wir holen uns erstmal unsere Seelen zurück. Würde ich sagen, oder? Muss man überhaupt Seelen in dem Spiel zurückholen? Ich glaube schon, da liegen sie, ne? Ich glaube, das könnte sowas sein wie Seelen. Wie der schnell um die Ecke kommt, die Sau. Alter, was mache ich? Krass, das hat richtig viel Damage gemacht, ne? Warrior's Brew, Gardener Mask. Schade, das finde ich ganz interessant, dass scheinbar jeder Gegner kann seine Maske droppen und die Masken sind... Sind das die Masken? Ne, das hier, das sind die Masken. Aspect of the Bruiser. Ach, guck. Ah, okay. Du hast immer eine gewisse Rolle und der hier ist zum Beispiel noch gar nichts. Ah, das kann ich, glaube ich, nur am Bonfire machen. Mask of Change. Piercing Wit Mask. Guck, der ist zum Beispiel ganz anders. Increases the damage dealt by ranged mask lines. While you're awakened, dealing a finishing blow. Das ist so ein bisschen... Diese Masken scheinen so eine Art Bild zu sein, den man spielt, würde ich sagen. Ich bin noch nicht so hundertprozentig sicher. Hier sind unsere Seelen. Muss man auch nur drüber laufen. Muss man gar nicht einsammeln. Hier ist nichts mehr. Das da unten haben wir schon mehr oder weniger freiwillig getestet, dass da nichts ist. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Konnte man nicht irgendwie das aufstompen? Doch. Warte mal, wie ging das? Adore Burst. Was haben wir hier? Okay. Probieren wir aus. Well. Das hat noch nicht geklappt.
Ich wollte natürlich treffen. Nicht so viel Schaden tatsächlich. Okay, Chat, erinnert mich dran, dass ich mal die Maske wechsle am Bonfire. Okay, eine Attacke staggert schon. Ich mag ehrlich gesagt... Oh, neue Waffe. Hat er gedroppt. Ich mag, dass sie so leicht staggern. Ich meine, es wird wahrscheinlich nicht immer so bleiben. Aber das animiert einen zu einem sehr offensiven Playstil. Playstyle. Was ich halt krass finde ist... Guck mal, der ist gestaggert. Und eigentlich ist der schon tot mit einem Stagger. Weil ich kann immer wieder mit meiner harten Attacke... den erneut staggern. Shard of Miserable Memory. Das ist ein bisschen strange. Das, ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Dass man die immer weiter staggern kann? Okay, was haben wir? Grape Cutter? Hatten wir nicht gerade noch eine Waffe gefunden? Okay, scheinbar nicht. Grape Cutter. Was ist denn hiermit eigentlich? Probieren wir das mal. Erstmal Seelen einsammeln, einfach drüber laufen, nice. Kann man sich hier anschleichen. Schon ein Zwischenboss fast hier, so viel wie der einsteckt. Kein Problem, ich bin der Parry-Gott. Kill one Lumberjack. Lumberjack Masked Shard. Ja, der war schon heftiger. Auf jeden Fall. Shard of Miserable Memory. Can be tossed. Was ist das? Grants Memoria. Nothing. Huh. Kommen wir zwar nicht mehr hoch, aber Item. Kein Falling Damage. Einen Gabel. Eine Gabel auf Deutsch. Wo können wir nicht benutzen? Aber warum? Wo steht denn die Anforderung dafür? Oder was bedeutet das X?
Ah, Requirements. 6 Cunning und 10 Attunement. Und was haben wir? Hä? 11 und 10. Hä? Dann müsste das doch gehen. Raff ich nicht. Attunement 10, Cunning 6. Attunement 10, Cunning 11. Bin ich zu stark für die Waffe oder was? Das checke ich jetzt nicht so ganz, ehrlich gesagt. Oder was bedeutet das? Das ist ein nice Moveset, sehe ich jetzt schon. Ich bin mir nicht sicher, was das X bedeutet. Ich versuche trotzdem damit jetzt rumzuhauen, ey. Obwohl. Habe ich irgendwas zum Werfen? Benutzt man was? Ach du Scheiße. Jetzt hau halt mal zu. Lang er einfach braucht. Ich weiß tatsächlich nicht, wie man die Items da unten benutzt. Das ist Perry. Das ist nicht. Damit wechsle ich nur die. An alcoholic beverage can be tossed to release a concentrated. Okay. Ja, dumm. Aber was soll ich machen? Shred of the Canovaccio. What the fuck? Ich bin fast tot. Nice. Ja, nicht getroffen. Okay, jetzt bin ich gleich tot. Energie zurückgekriegt? Hä? Nein, eine Hundertstel Sekunde. Ich bin im. Okay, jetzt können wir mal kurz hier gucken, was wir machen können am Rest. Braska 23 schreibt hier: Hello, liking the game so far. New follower here. I'm Italian. Did you work on the game? Braska, I like it so far. It just, I need to get used to it. Fast travel, level up. Okay, wir haben natürlich keine Seelen. Ja, wir können schon fast wieder im Skilltree was machen.
Requirements 6 und 10. Heißt das, noch 6 fehlen oder was? Aber das wäre eine komische Art und Weise, das dahin zu schreiben, sage ich mal. Weil hier zum Beispiel ist kein X auf der Waffe beim Grape Cutter. Und da steht auch 5 und 7. Das kann ja auch nicht sein. Das ist alles irgendwie ein bisschen merkwürdig. Check ich noch nicht, ganz ehrlich. Das check ich noch nicht. Und die Waffe hat ja auch funktioniert, also deshalb... Sehr merkwürdig. Wie man die... Wie kann man die Loadouts wechseln? Okay, das habe ich verstanden. Wenn man nach unten drückt. Aber wie benutzt man die Items da unten? Ist da ein... X. Aber X ist doch auch springen. Hä? Da traf ich nicht. So, warte, Xbox X wahrscheinlich, ne? Wo ist die Xbox? Xbox X ist... Ah, hä? Aber Moment. Okay, ja. Tatsächlich die einzige Taste, die ich nicht gedrückt. Ich bin so dumm. So, okay. Oh, er kommt direkt, oder was? Okay, okay. Null Stagger oder was? Alter. Okay, jetzt reicht's mir. Was geht mit ihm? Hier. Lol. Eventuell hilft es in den Einstellungen nach sehen, auf was bezieht sich das jetzt, Marvelous ist. Ein kleiner Frechdachs. Oh, dieser R2-Move ist halt wirklich langsam. Ich finde, der ist zu langsam für den Trade-off. Ja, gut, er staggert. Pam! Pam! Das wäre der richtige Weg gewesen. Alter. Ja, hier ist nämlich ein Bonfire. Corda Resonante. Danke für dein Sub, Electrician. Elektrician. Ganz lieb. Dankeschön. Stimmt, der Maskenwechsel, das wollten wir ja mal abchecken.
Aufschauer, gut aufgepasst. Wir haben nämlich ja jetzt neue Masken. So, und dann können wir hier drauf gehen. Aber wo sind jetzt die neuen Masken? Hä? Piercing Wit Mask hatten wir doch schon. Wir hatten noch eine Gardener Mask. Leute. Da bin ich mir doch hundertprozentig sicher, dass wir noch... Was ist das? Aspect of the... Elementalist, Aspect of the Assassin. Battle Mage, okay. Aber wir hatten doch eben noch eine Maske. Oder ist das hier unten die Dinger? Mask Perks? Ach, das sind... Ah, okay, ich hab's gecheckt. Das sind die Sachen, die wir im Skilltree freigeschalten haben. Die müssen wir jetzt auch noch hier equippen. Dealing a finishing attack. Ah. Aber das beantwortet immer noch nicht die Frage, wo die andere Maske ist. Das habe ich immer noch nicht ganz verstanden. Weil... Sind das Items gewesen? Offhand, Lines, Masks. Hier, Key Items, Gardener Mask Shard. Mask Fragments that once belonged to the role of the Gardener. Can be used to recreate it if enough are gathered. Siehste mal. Okay, du kriegst also Shred of the Canovaccio. Tattered paper fragments that were originally part of the... Okay. Du musst also eine gewisse Anzahl von denen finden. Da steht allerdings nicht, wie viele. Okay, wir holen erstmal unsere Seelen zurück. Das macht mich kirre, dass ich das Schwert nicht zweihändig tragen kann. Jetzt genug. Wird das Bild immer mehr zur Maske oder bilde ich mir das ein? Quantity hält 30. Ich habe 30 von denen. Und von denen habe ich 50. Aber es scheint trotzdem nicht genug zu sein. So, wir haben unsere 3500 Seelen wieder. Das ist wichtig. Seelen oder wie ich es auch gerne nenne, Darmstadt. Na gut, muss man dabei gewesen sein. Muss man Darmstadt kennen. Ich muss sagen, ich kann doch nicht glauben, dass das gewollt ist, dass wenn man den Gegner gestaggert hat, dass wenn man auf ihn draufhaut, er wieder gestaggert wird. Dann muss man ihn ja nur einmal staggern und dann ist er mehr oder weniger... für immer tot. Hymn of Vigor. Okay.
jetzt können wir erstmal leveln oder was wir noch machen können. Den Seelen. So, Level up. Bevor wir hochleveln, nur, ich meine, ich glaube, es ist Quatsch, aber ich will es einmal checken. Die Axt, die hier ein X hat. Warum auch immer. Oder dieses Schwert. Da steht jetzt Cunning 6, Attunement 10. Wenn die Theorie stimmt, dass das anzeigt, was mir noch fehlt, dann würde ich ja jetzt, wenn ich einen Punkt in Cunning stecke, müsste da ja dann eine 5 stehen, richtig? Das testen wir jetzt. Das checke ich für euch. Achso. Ah, dein Aspect nimmt mir Punkte runter. Okay, aber sind dann das nicht die S... Also ist das jetzt, was ich habe oder nicht? Dann sollte es ja irgendwie angezeigt werden, was mir wirklich... Was ich wirklich habe. Aber wir schauen mal gleich. So, Fortitude gehen wir hoch. Jetzt habe ich es nicht benutzt, ne? Ich habe es nicht confirmed. Scheiße. Nochmal. Also, Cunning und Fortitude. So. So, und jetzt gucken wir. Cunning 6. Nee, es hat nichts gemacht. Es hätte ja jetzt 5 sein müssen. Richtig? Check ich nicht. Egal, weiter geht's. Die haben mich bestimmt gesehen. Nein, die haben mich nicht gesehen. Okay, die haben mich gesehen. Hä? Allerdings muss ich sagen, das gilt für mich auch. Wenn die Gegner mich einmal getroffen haben, dann bin ich auch echt am Arsch. Und die können vor allen Dingen die gesamte Attacke interrupten, obwohl das eh schon eine Stunde dauert, die hier auszuholen. Jesus Christ! Man sieht das Ding überhaupt nicht! Stirb. Sind die Waffen klassenexklusiv? Ne, ich kann die Waffe ja auch hier. Guck. Ich kann die ja benutzen. Ich kann direkt wieder zum Bonfire gehen. Ich kann die benutzen. Und die macht auch Damage. Ich fand direkt an zu schlagen, obwohl ich noch 200 Meter weg bin.
So, Special Attack, was haben wir hier? Was macht das hier? Nichts. Also, ich habe keine. Die sind nicht aufgeladen. Die Waffen sind alle langsam. Guck mal, wie lang denn. Das ist der schnelle Schlag von dieser Waffe. Das ist nichts. Vielleicht ist es wirklich wegen diesem X. Weil, guck mal hier, das, der Zweihänder holt schneller aus. Kann den Aspekt auch verändern. Also was heißt denn Aspekt? Ich habe hier so Voreinstellungen. Jetzt habe ich zum Beispiel diesen Dude hier mit der anderen Maske. Aber im Prinzip ist das nur ein anderer Loadout. Kannst du dann hier noch? Das kannst du nur am Feuer machen. Hier komme ich gleich mal da hoch, du Lulli, ey. Hat ein bisschen Majula-Vibes hier, oder? Aus Dark Souls 2? Nein? Naja, die Kiste habe ich gesehen. Ich wollte nur erstmal die Gegner wegmopsen. Golden Dart. Das wäre wieder so ein Ding für hier tatsächlich. Aber das kann man wohl auch nur... am Bonfire. Was? Harry. Ich muss, glaube ich, den Parry häufiger benutzen.
Der Entwickler nennt es Summer Souls, okay. Es ist auf jeden Fall interessant, ein gut, also eben soll ich meinen. Gute Stimmung bei Souls. Pam! Pam! So, fuck you, ich geh weiter. Ah ne, warte, meine Seelen. Ach, die sind hier. Die sind schon fies mit ihren kleinen Fackeln. Sogar Perfect Parry auf geworfene Sachen machen und dann staggert der Typ. Wieso kriege ich so viel von so Lappengegnern aufs Maul? Das nervt mich ein bisschen irgendwie. Müsste das souveräner sein? Reality Glyphs. By using a door burst on certain glyphs on the ground, the maskless one can alter the immediate surroundings for a limited duration, after which everything reverts. Okay. Ich bin mal gespannt, was passiert jetzt. Ah. Das ist ja wirklich wie Lords of Fallen. Lords of the Fallen. Nein. Da erstmal die Chest. Ah, okay, wir werden so wahrscheinlich nicht da reinkommen, oder? Aber wie dann? Yes, sir. So, jetzt hier. What? Man kann sich nicht ducken. Wo war das denn jetzt? Über mir? Hast du gerade ein Item gekriegt? So. Wie komme ich jetzt? Wie komme ich jetzt da rein? Da und nach unten. Der Drop. Drop! Ich weiß nicht. Leute, das musst du.
mitgehen. Ich muss doch zu dieser Chest kommen. Ah, hier, oder? Nee. Nein! Oh, warte. Da muss ich auch gar nicht von oben kommen. Boah, ich dreh durch. Wie komme ich denn jetzt da an diese Chest? Da ist bestimmt eine geile Waffe drin. Okay, warte mal, die Glyphe ist einfach nur dafür da, dass ich hier rüberkomme. Ich mache mir schon wieder viel zu viel Kopf. LOL. Jetzt habe ich es gecheckt. So, jetzt gibt es hier auch noch mal eins. LOL, okay, ja gut. Alles klar. Und ich hab wieder, ich hüpfe da auf dem Dach rum und mache mir Kopf. Und es ist die Coastal Harpoon. Okay. Fair enough. Guck mal hier. Heavy Attack löst nicht den Stack aus, den Stagger aus. Wenn er einmal gestaggert ist, das muss ein Bug sein. Das kann nicht gewollt sein. Wenn du dann immer die harte Attacke machst, ist er immer wieder weiter gestaggert. Das kann doch nicht, das kann doch nicht gewollt sein. Das ist so krass, diese Würfe, ey. Was geht ab? Einfach Trillion Lichtgeschwindigkeit werfen die. Das ist einfach Insta. Morte! Jetzt sind die Seelen weg! Nochmal, das waren nicht so wenig Seelen.
ist eigentlich hier oben, ja. Nein. Der ist immer noch gestaggert da hinten. Das ist echt krass. Also Ausweichen ist definitiv stark in dem Spiel. Harmonia Expansion. Das war's scheinbar schon. Ist das da oben? Da geht's noch weiter. So wunderschön. Da haben wir die erste. Oha, guck mal. Die erste große Stadt. Reality Rifts. Opening a rift causes changes in the environment. For as long as you remain within its boundaries. Wie öffnet man einen Rift? Ach hier, da ist so einer, okay. Today is a glorious day! Hey! Isn't Quinta wonderful? Okay. Inspiration. Acquired. Vedetta. Hinterher, genau. Nein, 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 das machen wir nicht. Aber das sieht tatsächlich so aus, als ob hier was ist. Mal gucken, was passiert hier mit diesem. Wie lang bleibt diese Brücke? Das ist natürlich interessant. Da unten. Lower Commons, Quinta. Welcome to Quinta, the city of actors, or what's left of it. Ich sag euch, das ist der Hub. Das Hub. Puccinella. I can hear the churning of gears inside that expressionless noggin of yours. Who, what, where, when, why? Hush.
Hush, my promising prodigy. Head for the castle atop the hill and all will be revealed. Okay. Does not open from this side. Yeah, yeah, yeah. Der Loot-Boss. Nein, doch nicht. Komme ich jetzt nicht mehr zurück, Leute? Ist es das, was ihr mir sagen wollt? Das war hier Point of No Return oder was? Da kommt man dann nochmal zurück. Man muss ja eigentlich nur nach da unten. Mit Schnellreise, ja. Okay. So, da liegen unsere Seelen, aber wenn ich die einsammle, bin ich dann in einem endlosen Loop aus Tod. Oder kommt man von hier? Nicht hier hin. Ich bin einer ganz heißen Sache auf der Spur, Leute. Und von hier... Und wir nie wieder weg. Das ist schwierig. Haben wir so einen Homeward Bone? Ah, Song of Return. Ja gut, aber verlierst alle Seelen. Das bringt ja dann auch wieder nichts. Ja gut, das ist ja dann eh egal. Dann brauchen wir die Seelen nicht einsammeln. Okay, die Animation. Aber ey, es macht Spaß. Es macht Spaß. Man darf das hier natürlich auch nicht mit AAA FromSoft direkt gleichsetzen. Das ist hier wahrscheinlich Low Budget. Gear Upgrades. Ah, +1, +1, das brauchen wir. Memoria 6 und Ephiste Fragment 4. Okay. Ach, die Masken, guck mal. Die kann man auch upgraden. Und die Dinger kann man auch upgraden. Kosten allerdings sehr viel. Na, warte mal. Wir haben ja neue Skills gelernt. Die können wir eigentlich auch benutzen. Zum Beispiel, indem wir jetzt hier Golden Dart summons an Ethereal Crossbow made of Adore. And it shoots a single bolt in a straight. Aber es ist schon ein bisschen merkwürdig, dass man hier hoch kann. Dann dieser kleine Vorsprung. Warum sollte man den bauen? Da springt auch jeder normale Mensch drauf. Und dann ist Point of No Return. Naja. Da oben auf dem Dach ist noch ein Item. Interessant. Holen wir uns natürlich gleich noch.
Was ist hier? Die greifen mich nicht an. Greife ich sie. Okay, was für eine... Wieso jetzt? Ihr Schweine, ich hab euch verschont. Wir sind Freunde. Er schlägt einfach nicht. Der steht da einfach. Ja, mit Anlauf macht er so eine Sprungattacke, das ist eigentlich ganz geil. Oh, hier ist eine Chest. Be open from here. Wo? Wieso? Cannot be open from here. Okay. Ich lasse es. Nochmal. Pennersau. Lol. Oh, ich habe jetzt 6 Flasks, sehe ich gerade. Okay. Nein, ausgerechnet jetzt. Verschwindet es wieder. Nein, das wollte ich nicht. Adore Breath. Thank you.
Alter, ist die Attacke schnell gewesen. What the fuck? Das war knapp. Das war knapp. Oh. Silver Wasp. Aus wie mein geliebtes Baldur's Side Sword. Ein bisschen. Ist hier was unter mir? Ich meine, diese Steine, die verlocken mich ja schon. So weit bin ich jetzt noch nicht gekommen hier in der Stadt. Ich mag diesen Stampfer. Ich kann nicht gleich hier. 10 Meter vom Bonfire weg. Deine Frau findet vorn zu gruselig. Ach, wir sind noch ein ganz lieber True Crime Podcast mit viel Humor. Aber ja, die Fälle sind manchmal natürlich heftig. So ist das bei True Crime manchmal, ne? So, war ich hier nicht gerade? Da war der Typ. Da war das, da war nix. Da war das, wir müssen hier lang. What the fuck? Die Waffe ist ganz geil. Die hat kaum Stagger Damage. Guck mal, fürs Ausweichen. Das ist nämlich echt interessant. Fürs Ausweichen gab es einen Stagger als Belohnung. Ich bin einfach nur nach hinten gesteppt. Und er wurde gestaggert davon. Die Animation, habt ihr es gesehen? Eben noch am Hämmern, plötzlich ist es schon. The fuck? Blauen Energiewolken jetzt. Doch, das hat ihn jetzt fast gefüllt. Wahrscheinlich genauso wie du einen perfekten Parry machen musst, musst du einen perfekten Dodge machen und dann kriegst du Stagger Damage.
hältst du so viel aus, Boy? Da war wieder der. Backroll Stagger. Inspiration. Kill one blacksmith. Servus Tino. Hangover Strike. Oh, der sieht fies aus. This will be your eternal torture. Ah! Okay, kein Parry. Verschissene, verzögerte Attacken. Ich hasse euch so sehr. Stagger Boy. Okay, der hat sich jetzt... Der hat sich ganz gut erholt. Okay. Ich sehe nix! Man muss tatsächlich mehr auf den Sound achten als auf die Animation. Dann geht's. Key to the Stello Datori. Curtis Mask Sharp. Das ist der Schlüssel, den ich gerade benutzt habe. Seelen. Combat Rift. Certain areas are so enveloped in the Canovaccio that upon entering them, the maskless one will be temporarily unable to leave its confinement. In order to regain freedom, they must defeat all nearby enemies. Okay. Will man das? Zu spät. Das war, glaube ich, dumm. Aber ganz geil. Guck mal, jetzt ist hier die normale Welt verändert. Und wir haben jetzt... guck mal hier, jetzt ist hier Blut oder... Oh, shit. Wie eine Invasion quasi. Alter, fuck you.
4500 Seelen. Fuck. Ich komme besser ins Kampfsystem rein jetzt. Die Waffe liegt mir mehr, weil die schön schnell ist. Projektile in diesem Spiel sind trotzdem scheiße, weil man sie kaum sieht. Demo soll so 8 Stunden gehen, könnt ihr euch bei Steam runterladen. Guck mal, ich muss auch. Guck mal, ich habe die Skills, habe ich zum Beispiel auch. Kaum benutzt bislang, ne? Da geht auch noch ein bisschen was. Falsche Taste. Mann! Immens elemental! Der lebt noch. Nee. Was? Was hat mich erwischt? Wieso? Was? Wieso? 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 The fuck? Jetzt habe ich seine Waffe gekriegt. Der trifft immer zweimal, ne? Kannst du quasi nichts machen. Ja, es macht schon Spaß. Ich muss sagen, es macht mir jetzt schon deutlich mehr Spaß als am Anfang. Jetzt habe ich so langsam die Mechanics. Das Problem bei so Souls-Likes ist ja auch immer, dass man sie halt mit anderen Souls-Spielen vergleicht. Und dann... Jedes hat aber immer so sein eigenes... wie sagt man... Ist halt irgendwie sein eigenes Spiel. Wisst ihr, was ich jetzt mache, bevor ich die Typen kille? Mache ich Folgendes. The door is locked, aber ich habe den Schlüssel. Hä? Ich hatte doch einen Schlüssel. The fuck? Wieso ist die denn locked? Ich dachte, ich hätte einen Schlüssel. Ich will erst meine Waffen upgraden. Ein eigenes Feeling ist genau das Wort, was ich gesucht habe. Übers Dach. What the fuck? Wieso geht das nicht? Das mag ich nicht, sage ich ganz ehrlich. Dass man da runter glitscht, dann macht doch nicht den Vorsprung so oder so. Aber dass man immer so unsichtbare Wände ist immer nicht geil. Das sieht so aus, als ob man da hoch kann, also will ich auch da hoch. Aber hier ist eine unsichtbare Wand und deshalb geht es nicht weiter. Ja, Chat sagt Hebel, aber an den Hebel komme ich ja auch nicht dran.
Das ist ja das Problem. Wahrscheinlich muss ich dadurch erst durch diese andere Dimension. Und das wollte ich ja eigentlich anders regeln. Aber ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei, wenn ich meine 4.500 Seelen sichern will. Oder hier lang. Nein. Komm nicht mehr zurück. Tja. Sieht schlecht aus. Wohl, warte. Hier war ich noch nicht. Also es sieht so aus, als muss ich hier diese komische Nummer machen, weil ich sonst hier nicht mehr rauskomme. Also, geht gut. Alternativlos. Oder geht's hier noch irgendwo? Ne, ich hab durch. Gotta do it. So, jetzt sind wir, gehen wir hier wieder raus aus der Dimension des Bösen. Ne? Lustigerweise ist jetzt die Kiste hier weg. Ja. Die Treppe ist wieder da. Ja. Okay. Das finde ich eigentlich ein ganz interessantes Feature. So eine Mischung. So ein bisschen wie Lords of the Fallen. Aber nicht ganz so nervig mit dieser Umbrella World, die mich wirklich so in den Verstand gebracht hat. Gut, gehen wir weiter. Jetzt haben wir richtig schön Seelen. Jetzt gehen wir erstmal zum Schmiedehammer. Upgraden unsere Waffen so. So, dieses geile Silberschwert da. Silver Wasp. Upgrade plus 1. Upgrade plus 2. Upgrade plus 3. Jetzt guck mal, jetzt brauchen wir schon Nugget. Feste, Fiste, Fiste. Nugget brauchen wir jetzt als nächstes. Und dann haben wir sogar noch Seelen, um aufzuleveln.
So, Level up. Ach so, kann man... es gibt kein Scaling von... Aber macht... Sorry, ich babbel hier vor mich hin, weil ich immer noch nicht weiß, was das bedeutet. Gibt es denn jetzt hier Elemental Damage, Malano, Sick? Aber die Scale, das scaled doch nicht die Waffe, oder? Die scaled doch nicht. Cunning 9. Warum musste man, warum sollte man auf irgendwas anderes, also was bringt mir das? Check ich noch nicht so ganz. Wenn ich jetzt hier auf Cunning gehe. Okay. Cunning macht tatsächlich Stamina hoch. Health. Elemental Power, Status Power. Attack Power. Geht um 5 hoch. Da ist eine Attack Power jetzt hier. So, und dann haben wir noch, Alter, 76 Punkte habe ich mittlerweile für den Skill Tree. Warum nicht zu geizig sein hier? Perfectly parrying an attack heals you by a portion of your maximum health. I like. Killing an enemy briefly increases the damage dealt by heavy attacks. Dealing damage with a weapon briefly increases your physical power. Das scheint mir gut. Ah, das ist doch... Ah, locked. Wieso ist das locked? Da steht nicht warum. Locked, locked, locked. 31 haben wir noch. Was ist das? Ach so, die Dinger muss man natürlich auch alle... Ich denke immer, das ist passiv, aber die muss man natürlich auch alle noch equippen, ne? Irgendeinen Sinn macht, was ich mache. So, aber jetzt ist nämlich das Problem. Hier. Das ist nämlich das Ding, wo man die ganzen Sachen jetzt hier auswählen muss. So, machen das hier noch ein Path of Fury. So, wer will jetzt was machen? Oder oben, das alte brauche ich noch. So, wer will was machen? Come on. Pam, 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 jetzt gibt's hier. Warte mal, wo muss ich denn eigentlich lang?
Ah, ich weiß, ich weiß. Hier zum Beispiel nicht. Fiste! Feste! Hier geht's nämlich weiter, Leute. Oh, was geht mit ihm? Er ist sauer. Fatal Error. Menno. Da will ich noch mal lang. Das darf nicht passieren, Leute. You're finally awake. Schreibt mal auf einer Skala 1 ist scheiße, 10 ist das beste Spiel, was ihr je gesehen habt. Schreibt mal in den Chat, was ihr von dem Spiel haltet. 1 bis 10. Okay, 7, 5, 7, 4. Sechs, 7,98. Aha, Mr. Goodhart. So, wo bin ich jetzt? Wo ist. Was hat er sich noch gemerkt? Ja, wo. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Ach, beim Schmied. Warum auch immer hier? Ah, macht 4, okay, scheiße. Was ist? Ach so, der hat mich niedergestreckt. Vier Perfect Parries, da könnte man aber auch mal einen Stagger für rausrücken, ey. Okay, die Rückhand war mies. Unraveled Fiste. Also das Loot gefällt mir auf jeden Fall ganz gut, muss ich sagen, Leute. Dass man hier schön viel Waffen kriegt.
Das mag ich doch ganz gerne eigentlich. Das haben wir hier gekriegt. Fear the Maze. Was ist es? Was ist es? Die haut ganz gut rein, die Waffe. I kid you not, 6700 Seelen. Alter. Da ist ein Bonfire. Das riecht nach Boss. Stamina-Probleme hatte ich bislang nicht. Rüstung gibt's nicht, deshalb. Warum sollte ich auf was anderes gehen als Damage oder. Okay. Soll ich da schon reingehen? Ja, komm, wir gehen jetzt rein. Was ist mit ihm? Ciao, Maskless One. Ciao. Go forth and compose carnage! Okay, der Rauch nervt. Warum bleibt die Kamera nicht auf ihm drauf, Boy? Guck mal, wie viel Damage der genommen hat. Ah ne, der ist vergiftet, glaube ich. Alter, haut der rein. Ich sehe nichts. Was? Was war das? Was war das? Warum bin ich gestorben? Woran? Ah, is this a late edition? Welcome to our feast. Dieser Rauch ist ja einfach nur aus der Hölle.
die zu wenig Stagger für den Perfect Parry, meiner Meinung nach. Guck mal, wie langsam sich die Wolke nur, der Balken nur auffüllt, obwohl ich hier jedes Mal Perfect Parry. Ich sehe nichts. Kamera größter Gegner bislang. Kamera größter Gegner. Jetzt brauche ich die andere Waffe. Cool, 6000 Seelen. Gerade angetäuscht? Okay, die Stichattacke ist ein bisschen scheiße. Der Rauch, Alter. Das ist, glaube ich, schon zweite Phase jetzt, oder? Guck mal, der trifft mich nicht. Lol. Naja, er hat mich halt viermal nicht getroffen und dann irgendwie... Dann hat er plötzlich getroffen.
Och nein, ey. Einmal versüßen. Come closer, Morsel! Hast du das, dass der die. Wenn er auch. Wenn er liegt, der Boss. Dann den Dings. Geht er down. Cholera de Principe. Aspect of Curtis. Das ist natürlich geil, dass es eine Bossbelohnung gibt. Und hier liegt auch noch was. Unraveled Broke Majolika. Was haben wir denn da gekriegt? Ah, Hymn of Return, das ist quasi Homeward Bone, 100 Year Brew. Summon the Prince of Lauter's weapon and perform a violent downward slam, dealing area damage aligned with the Vis element. Also man kriegt schon viele von diesen Special Attacks, würde ich es mal nennen. Violently stomp the ground, unleashing a physical shockwave that increases adjoined physical elemental damage for short duration. So, jetzt haben wir die neue Maske von Curtis. Your status power is increased, however you suffer more damage from all sources. In addition, perfectly parrying an attack charges up. Und einen neuen Aspekt. Also es ist schon interessant, weil es sehr viele unterschiedliche Faktoren gibt. Es gibt die Waffen, die Special Attacks, die Masken, die Aspekte. Da kommt schon einiges zusammen für interessante Bild-Ideen. Was haben wir hier? Tumor Erudation. Collective Experience of the Prince of Love to increase physical power. Physical power. Key Items. Broken Myolitja. A shaman obtained for someone's room used to reshape and improve masks. A shot of Myolik
Moyolicha, obtained from peculiar remnants, used to reshape and improve special masks. Okay. Vorbildlich. Blast Rapier, nice. So muss es sein. Schön Belohnung für den Boss. Okay, neues Biom. Fuck. Das finde ich ganz geil, dass jeder Gegner, oder ich weiß nicht, ob jeder, aber zumindest viele Gegner, so ein Stück von ihrer Maske droppen, und wenn man genug davon hat, dann bekommt man die Maske. Das finde ich ganz interessant, weil dann macht das Gegner-Killen automatisch mehr Sinn und Spaß. Und es erinnert mich so ein bisschen an Castlevania, beziehungsweise an, wie hieß es? Blood-Dings. Das letzte. Bisschen merkwürdig, dass hier ist der Eitel Sonnenschein und dann kommst du da in so eine komplett komische Welt. Okay. Okay, war der Amboss eben auch schon hier? Habe ich den nur nicht gesehen? Das ist natürlich auch interessant. Es gibt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 verschiedene Damage-Typen. Da kann man natürlich auch viel wahrscheinlich mit experimentieren. Aber... Guck mal hier, in der Welt habe ich noch gar nicht alles. Jetzt immer noch Sachen. Aber gut, das soll es jetzt erstmal gewesen sein für heute. Boss erledigt, neues Biom freigeschaltet. Was will man mehr? Was habt ihr erwartet von Deutschlands weltbesten Let's Player der Welt aus Deutschland? Vermutlich nicht das. Enotria! 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 Weiß ist irgendjemand Italiener im Chat und weiß, was das bedeutet? Enotria! Ist Enotria! Also, die Demo könnt ihr ab sofort runterladen bei Steam. Die soll so 8 Stunden lang sein, je nachdem, wie ausgiebig man sich damit beschäftigt. Im vollen Spiel gibt es über 120 Waffen, 8 Waffenklassen, 68 einzigartige Fähigkeiten, 70 Zaubersprüche. Ein paar davon haben wir ja schon gesehen. Und ich muss sagen, man merkt natürlich, dass es ein Klon ist, ein Souls-Klon. Und wie so oft bei diesen Souls-Klons finde ich es immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil alle so ein bisschen ein anderes Timing und Feeling haben. Deshalb habe ich am Anfang hier noch ein bisschen Probleme gehabt, aber jetzt so in der zweiten Hälfte, muss ich sagen, bin ich immer besser mit diesem Stagger-System klargekommen. Das ist halt einfach, man muss einfach so ein bisschen bereit sein und sich öffnen, dass es sich ein bisschen anders spielt als andere Spiele.
Und dann bin ich eigentlich ganz gut damit klargekommen mit dem Staggern und auch den Perfect Parries. Und ja, was mir gut gefällt, sind auf jeden Fall viele Items, viel Loot. Die Waffen spielen sich auch schön unterschiedlich, also da kann man schön mit rum experimentieren. Es gibt offensichtlich eine Menge zu entdecken an diesen Aspects und so weiter. Ansonsten kann ich jetzt nach 2 Stunden natürlich noch nicht so viel sagen, wie groß ist die Welt, wie ist die interconnected, was gibt's noch für Bossfights und Secrets, dies, das. Story habe ich jetzt in der Demo auch noch nicht so wirklich gecheckt. Aber ich finde, das ist für so ein Low-Budget-Souls-like auf jeden Fall ein ganz sympathischer Ableger, auch mal mit einem anderen Setting. Und ja, am besten, ihr spielt es selber. Was es bedeutet, das Land, in dem Wein wächst, das habt ihr euch, das ist doch Quatsch. Ein Wort kann doch nicht bedeuten, das Land, in dem Wein wächst. Das ist doch Quatsch. Das heißt einfach sowas wie Dufte oder stark. Naja, sagt euch einfach selber die Demo runter und checkt das einfach mal ab. Das ist ja das Gute, dass man es echt lange testen kann. Und dann könnt ihr gucken, ob das vielleicht was ist, um euren Souls Itch ein bisschen sozusagen zu befriedigen. Das war es jetzt erstmal hier von Enotria.